Endlich mal wieder einen Grund, ne? Läuft die Kamera schon? Aber läuft. Moment! Ah, die Medien, kommen Sie rein. Ja? Aber keine Doping-Geschichte. Ja? Gehen Sie durch, ja? Schauen Sie mal. Das ist die Gerald, die möchte ich Ihnen gerne vorstellen. Das ist die Linus, das ist die Klödi, das ist die Lenz und das ist die Johann. Die begleitet oder die begrüßt immer die Publikum, wenn die kommt hier rein. Ja? Es tut mir leid, ich habe gerade ein bisschen Mittagsschläfchen gemacht, ja? Aber das ist eine Grundvoraussetzung für jede Sendung. Da kommen Sie rein, hier ist das berühmte Max-Studio. Ja? So, das ist alles grün, weil das motiviert. Ja? Grün ist ja die Farbe von der Hoffnung. Und wenn mir nichts einfällt, setze ich mich manchmal rückwärts an den Studiotisch und dann lasse ich mich quasi von der Hoffnung tragen. Ja? Aber bevor wir loslegen, muss ich natürlich mal hier einen kleinen Blick werfen. Ja? Was gibt es Neues in der Radsport? Ich muss vielleicht mal klarstellen die Situation. Ich bin zu der Teampräsentation gefahren, nichts ahnend, muss ich sagen. Und da habe ich diese zwei Jungs dahinter aufgegabelt. Und die wären ohne mich nicht nach Hause gekommen. Und da ich ja nicht wollte so sein, habe ich die mal samt ihre kleine Gepäck, die waren nur 10 Tage weg, muss man sagen, samt ihre kleine Gepäck mal hinter eingeladen und bete, dass die jetzt bis Hürth ruhig ist, Hürth bei Köln, wie die DPA sagen würde. Ja, ich sag dazu nur jeden Abend neue Reizwäsche. Das ist sehr wichtig, hier zwei Koffer dabei zu haben. Aber sonst dringend nimmt man ja nicht viel Platz weg. Ja, aber danke nochmal fürs Mitnehmen. Ne? Der erste Eindruck war ein kürzlich sprechender Italiener. Ja? Das war der erste Eindruck und die sehr gute Sonnenbrille von ihm. Ein kleines Betriebsgeheimnis. Die Leute denken immer, ich habe den ganzen Tag diese Brille an. Stimmte fast, ja? Aber ich bin mittlerweile so alt, ich kann keine Recherche mehr machen. So, da schauen wir mal, was ist heute passiert. So, neue kasachische Team Vino Forever mit der Continental Lizenz. Vino Forever, was für ein schöner Name. Da würde ich mir am liebsten gleich mal ein Gläschen Wein einschenken. Aufgewachsen bin ich in Palermo und ich war schon immer ein großer Fan von den Radrennfahrern. Aber leider, meine Eltern hatten so viele Kinder und deswegen, die waren nicht besonders reich und liebe Bauer, ne? Und deswegen, die konnte mir den Traum nie ermöglichen, selber eine Fahrrad oder zumindest so eine Fahrrad zu besitzen, ja? Und eine ganz große zu werden, wie zum Beispiel Marco Pantani. Ja, du wolltest ja noch Fragen stellen, ne? Ja. Mach mal. Noch mehr ja, fang mal an, erzählt mir mal was über den Enrico. Was soll man da erzählen? Tja. Bester Freund von John Degenkolb. Da fällt mir eigentlich nicht viel ein. Man kann ihn eigentlich nicht ernst nehmen. Nur wenn man ihn mit seinem richtigen Namen anspricht, dann... Ist das nicht sein richtiger Name? Oh, da brennt's, guck mal. Achso, das darf man ja nicht sagen.
Auto fahren, merke ich gerade. Aber er fährt zu langsam. Er fährt ja, 120 fährt er. Er will nicht übers Limit gehen. Komm, ey, 120 ist 110 regulär. Das ist noch ein Puffer. Wir sind hier nicht in die Rennen, ne? Ja, merke ich. Ja, das war's schon, was? Nee, das war's noch nicht. Ja, also. Also, man kann ihn nicht ernst nehmen, habt ihr gesagt. Wie sieht's denn mit seiner Berichterstattung aus? Kann man die ernst nehmen? Der ist ja immer auf dem aktuellen Stand, ne? Würde ich mal sagen. Also von daher, er hat ja immer, sag ich mal, er ist auf jeden Fall immer auf dem neuesten Stand. Aber ob man es ernst nehmen kann, muss halt jeder selber entscheiden. Ich denke mal, dass man normale Nachrichten überall lesen kann. Aber man kann sie auch ein bisschen verändern. Die ganze Sache anders angehen und das macht er ganz gut. Hier würde ich glaube ich nicht so schnell fahren, oder André? Ist hier nicht ein Blitzer? Das ist mir egal. Das ist ja nicht unser Auto. Fahr ruhig. Da läuft ein Bekloppter im Pelzmantel beim Rennen rum. Ja, wahrscheinlich bin ich gar nicht mal der Erste, der das jetzt sagt. Signore Gentleman, buongiorno. Mein Name ist Enrico Moax. Darf ich erlauben eine Frage? Erstmal muss ich hier. Ich glaube, geht er heute, ja? Sehr gut. Sowas hat im Radsport mal gefehlt. Und dass man auch die sag ich mal, die Sachen nicht oder den Sport nicht über alles stellt, sondern dass man auch ein, sag ich mal, so eine gewisse Lockerheit da reinbringt, finde ich. Es ist zwar, alles positiv für den Sport, finde ich, was er macht. Irgendwann hatte ich die Nase voll, immer nur noch zu gucken, sondern ich wollte mich mal aktiv einmischen. Gerade auch wegen die Doping und so weiter, weil da ist ja so viel schiefgelaufen in den Radsport. Da habe ich mir überlegt, das kann ja nicht sein, dass ich bin immer nur Zuschauer. Ich muss ja auch mal was dazu sagen können. Ein bisschen Spaß in den Radsport zu bringen, war eine echt gute Sache und darum habe ich auch gerne Interviews gegeben. So, ich habe noch mehr Themen jetzt zur Verarbeitung, aber ich kann nicht alles auf einmal machen. Das ist schon mal interessant. Das kommt jetzt auf den fünften Marco Moax Schreibtisch. Hast du noch die Spur? Hast du hier noch, ne? Richtig. Ja, gut. Ich will nur nach Hause kommen, mehr will ich nicht. Ja. Ihr habt ja noch was Positives über den Enrico zu sagen, außer dass er ganz witzig ist. War doch positiver. Ich muss dich mal fragen nach der ersten Begegnung. Ja, genau. Erzähl mal von der ersten Begegnung. Münsterland-Giro. Wie war das? Also ernst nehmen konnte man ihn nicht, habe ich herausgehört. Wie bitte? Wie war die erste Begegnung mit dem Enrico? Warum kann ich das am besten erzählen? Ich habe gedacht, Don Juan aus Russland kommt. Oleg Tinkoff. Also ich dachte auch, das wäre Oleg Tinkoff und will ein neues Team machen. Oleg Tinkoff. Mit seinem Pelzmantel und keine Ahnung. Und ja, ich glaube, Linus fand es jetzt auch nicht so gut. Ich glaube, der hat sich auch lange, lange nicht aus dem Bus getraut. Ne? Erzähl mal die ganze Geschichte, bitte. Ich glaube, das war sogar in Bocholt, wo ich jetzt wohne. Man kennt ja nicht. Da, seitdem ist auch ein Fahndungsfoto von Enrico in der Stadt ausgehangen. Nee, also stand halt. Sag mal so, Pelzmäntel sind nicht so viele unterwegs. War glaube ich so ein heller, schon oder? Sehr gut aufgefallen. Ich glaube, das war so ein Karnickelfell oder so. Ja, dunkelbraun. Dunkelbraun? Nee. Oder nicht so ein. Karnickel? Keine Ahnung, was für ein Tier das ist. Die habe ich mal geerbt. Von? Von, weiß ich Linus. Nicht. Hab ich vergessen. Von Linus vielleicht. Von Linus. Könnte natürlich auch sein. Deswegen war der vielleicht auch so schlecht auf dich zu sprechen. Ja, ich weiß nur, dass wir halt in unserem schönen Camper saßen und draußen ein verrückter Vogel mit Pelz rumgelaufen ist. Und eine Sonnenbrille. Und eine Sonnenbrille auf hatte. Hat's geregnet? Hast du nicht auch noch eine Pornohut aufgehabt oder so? Nee, ne? Nee. Ach, aber hast du jetzt so eine Mecke auf dem Kopf gehabt wie jetzt, oder? Nee, ganz kurz.
Ganz kurz? Ja, schon lange her. Wann waren das eigentlich? 5 Jahre. 2008. Ja, es gibt humorvolle im Radsport und weniger humorvolle im Radsport. Aber ich sag mal sowas wie Enrico Moax hat schon gefehlt. Das ist schon nicht verkehrt. Okay, was ist denn wichtig an der Arbeit, außer die Lockerheit? Also was würdest du sagen, macht er anders, was bei anderen Berichterstattungen fehlt im Radsport? Er geht mal, sag ich mal, etwas in die Tiefe auch und sage ich, was ich auch gut fand, dass er selber mit dem Radsport angefangen hat. Ich habe ihn öfters leiden gesehen schon mal und das wissen sonstige Leute nicht einzuschätzen. Ja, wie viele Rennen ist er wohl zu Ende gefahren bis jetzt? Ich glaube noch nicht ganz so viele, aber ich habe größten Respekt vor jedem, der sich auf sein Rennrad schwingt und es überhaupt erst probiert. Dazu gehört viel Leidenschaft und insofern nehme ich ihn da schon ernst und zu einer Trainingsrunde hat es allemal schon gereicht, nur ein Rennen war noch nicht ganz so erfolgreich. Papa. Okay, dann ist Monat, ja, alles kaputt. Seh dich mal ein bisschen. Das ist doch was anderes, mit Frauen zu fahren, als mit so einem Weltmeister wie Graf. Ich bin beeindruckt, ja? Ja. Die Berg ist nicht mein Freund, ja? Ich bleibe lieber ein Sprint. Also an die Anfang war es so, dass kannte mich natürlich noch jemand, ja. Und da habe ich angefangen, die erste Sendung meine Quatsch zu machen. Und die Leute hatten wirklich gedacht, ich bin aus Italien. Da habe ich dann immer gesagt, wir sind hier live in meiner Sendung, italienische Fernsehen so ungefähr. Und dann hat sie sich aber relativ schnell herumgesprochen. Ich habe, glaube ich, die 8. oder 9. Sendung, ich weiß nicht mehr genau, war die erste Außentermin bei die Münsterland Giro. Das war in die Oktober 2008. Und da war es dann so, dass manche kannte schon. Und manche von den Fahrern klebte an den Teambus von ihnen mit der Nase an die Scheibe, dass sie sagen, ich darf so rumlaufen. Also es war für viele teilweise eine Überraschung. Ja. 2008. Wer hat das Rennen gewonnen? Der Strich neben mir hier. Ah ja, stimmt. Oho, das war das Abschiedsrennen vom Erik Zabel. Oho, ich habe schon so viele Rennen gewonnen, ich weiß das gar nicht mehr. Aber du hast mich nicht interviewt, glaube ich. Nee, hab ich nicht. Aber ich weiß, es gab eine Situation, du kamst zu der Siegerehrung und da war alles voll. Ich habe ganz laut gerufen, mach mal Platz für die Sieger. Und du hast mich nicht einmal angeschaut. Kommen Sie, Herr Greipel. Mach mal Platz für die Sieger. Herzlichen Glückwunsch. Mach Platz für die Sieger. Schaut. So an mir vorbeigelaufen. Ich kann man ja auch Er wollte erstmal zu Ete ihn trösten. Genau. Was macht eigentlich Ete heute? Fährt Fahrrad auf Mallorca. Weil er nichts anderes gelernt hat. Das ist aber gemein, ne? Ja, das macht ja auch Spaß, mehr zu fahren. Könnte ja zum Beispiel auch Cordula die Haare machen. Ja, die macht sie selber. Nee, da fährt noch fleißig trainieren. Ich habe ihn mal einen Tag getroffen und ja. Genießt jetzt sein Leben, würde ich sagen. Auf dem Fahrrad. Also eher auf Mallorca und Cordula in Urlaub. Auch nicht. Dort. Auch dort, na, okay. Mit Hund. Ohne Sohn. Tja, was gibt's noch zu erzählen? Mr. Moax. Ich finde die Urlaubsgrüße sehr gut. Ja, die sind sehr gut. Von der Tour de France. Gefallen mir die Urlaubsgrüße sehr gut. Das ist auch eine schöne Geschichte, muss ich sagen. Es macht mir auch großen Spaß immer. Wir machen zusammen letztes Jahr haben wir gemacht eine Postkarte. Und dieses Jahr die Gazzetta von die Gorilla, aber französisch. Und das machen wir. L'équipe.
Genau, das machen wir so ein bisschen die Zusammenarbeit, weil die André muss ja mehr Fahrrad fahren. Und dann ist du fährst jetzt auch mal Auto, jetzt legen wir Spur Abfahrt. Gleich wie auf der rechten Spur hier beim Haus. Naja, auf jeden Fall. Lass mich doch mal ausreden hier. Auf jeden Fall, dieser Abend ist schon mal ein bisschen müde von den Fahrradfahrern und ich bin nicht so müde, weil ich habe ja noch geguckt. Und dann haben wir das so ein bisschen Zusammenarbeit gemacht. Das ist auch sehr gut gelaufen, muss ich sagen. Also es kommt auch bei den Radsportzuschauern oder Fans gut an, wenn man macht mal ein bisschen was anderes. Nicht immer so diese 0815 Gramm. Aber Knesburg habt ihr noch nicht gehabt. Nee, aber Facebook darf ich nicht. Auf jeden Fall spielt der Enrico Moax da eine große Rolle. Der Radsport hat sicherlich sich einiges selber zuzuschreiben, aber es ist eine Ungleichbehandlung da in der Berichterstattung. Ob das eben im Fernsehen ist oder auch in den restlichen Medien. Allerdings sind die Fernsehmedien, das ist der Vorreiter im Prinzip für das Ganze. Was die machen, machen die anderen im Prinzip nach. Also wenn die positiv berichten, berichten die anderen auch positiv, bis auf wenige Ausnahmen, sage ich mal. Und es ist einfach eine Ungleichbehandlung da gegenüber dem Radsport und dem anderen Sport. Ich will jetzt nicht über andere Sportler herziehen oder andere Sportarten, aber das gibt es nicht, dass im Radsport nur, ich sag mal, An- und Abführung böse Menschen sind. Das ist ein Unding, sowas. Haben wir Probleme? So gibt es keine Probleme. Ist mir nicht aufgefallen. So, jetzt sitzen wir hier mit einem leeren Blatt Papier. Sie sehen, keine Zauberei. Und mit vier voll, ne? Toni Martin. Und die Serie Holzhäuser. Und jetzt müssen wir eine Brücke bauen zwischen die beiden Themen. Die einfachste Variation wäre natürlich, eine Brücke zu bauen. Kontrolle ja, aber mit Augenmaß. Wolfgang Holzhäuser, ich will immer Holzhäuser sagen, aber es sind nicht die Senioren Holzhäuser, es sind Holzhäuser. Bayer Leverkusen Fußball und auf die andere Seite von dem Fluss haben wir Rekord bei Dopingkontrolle und Trainingsauftakt. Das passt doch schon mal gut zusammen, weil das verlässt ja so ein bisschen die Augenmaß. Toni Martin, muss ich vielleicht mal kurz erklären, hatte eine Kontrolle erlebt, eine Dopingkontrolle, wo die Kontrolleure hatte 4 Stunden bei dir zu Hause gesessen, bis die Kontrolle war perfekt. Ne? Wo muss ich jetzt lang, Sibi? Ja, da wo die 90 stehen. Fahr einfach. Nee, dann kannst du auch was fahren. Weiß ich nicht, mir egal. Fahr. Das ist schon okay. Das war mehr ironisch gemeint, weil die mischen sich immer ein. Mein SP, Italiener. So ist 90, ne? Nee. Das ist aber nur für zwischen. Fährst Richtung Löwen. Zwischen 20 und 8 Uhr morgens. 22, 23, 24 Uhr morgens. Wie du siehst, arbeiten die hier nicht nachts. Oh, was für ein Kolo. Mehr da. Hast du noch mehr Fragen? Ich finde auch immer gut, wie ein Enrico Moax versucht Rad zu fahren. Ja, sehr gut. Sehr viele gute Geschichten drüber. Die weltberühmten Kuchenpausen. Das fällt eigentlich nur wegen dem Kuchen. Das ist ja was. Die beste Geschichte dazu ist, wir haben einen bestimmten Platz, Kuchen zu essen. Und ca. 200 Meter von dem Platz entfernt ist eine Tankstelle. Enrico Moax hat es geschafft, an der Tankstelle 2 Cola zu trinken, Mars und Snickers, um den Berg hochzukommen bis zu unserem Café, wo er dann auch noch Kuchen gegessen hat. Das war meine erste Hungerhaft, muss ich dazu sagen. Und den man nicht vergisst. Nee, die vergisst man nicht. Weil, was du nicht gesagt hast, als ich in den Kühlschrank gegriffen habe, um die Cola rauszunehmen, die ich dringend brauchte, ist ja 5 Cola noch auf die Bohle gefallen. So schwarz war mir vor Augen. Also aus dem Sixpack sind 5 rausgefallen quasi. Ich stand da einzeln da drin. Ja, so. Was an dir die Tankstelle? Sicher. Ich glaube, da war ich sogar dabei.
Oder holst du da immer einen Snickers und ein Mars? Das war doch das, wo ich dich geschoben habe. Ja, genau. Da gibt es auch eine legendäre Kuch, ne? Von. Ja. In die Dicken. Klar, da war ich dabei. Wie schnell darf ich jetzt fahren, ihr Lieben? Ja, 160. Durchgestrichen. Ja. Was bedeutet denn das in Belgien? Vollgas. Nein, ist natürlich... es ist schade, in welcher Situation sich der Radsport in Deutschland im Moment befindet. Gerade das Aussterben der Rennen war nicht schön. Natürlich ist auch viel Schlechtes passiert in letzter Zeit. Die Generation vor mir, die hat Sachen gemacht, die natürlich nicht so dolle waren und die man auch gar nicht verteidigen kann. Aber ich denke, wir sind auf dem Weg der Besserung. Wir haben sehr viele Touri-Fahrer draußen jeden Sonntag, wenn schönes Wetter ist. Und die Unterstützung an der Strecke bei den wenigen Rennen ist noch da. Und jetzt heißt es halt weitermachen, sauberen Sport bieten und langsam die Sponsoren zurückgewinnen. Wo das herkommt, das Ganze medienmäßig, sag ich mal, glaube ich, ist daher zurückzuführen, dass sehr wenige Journalisten wirklich Ahnung von der Sportart haben. Ich kann mich erinnern, 1995 oder sowas, Mannschaftspräsentation Team Telekom in einem Bonner Hotel, da waren vielleicht, 20 Journalisten, also ich oder 10 Schreiber und 3 Fotografen in kleinem Rahmen also. Und dann Jan Ulrich kam zum Beispiel 1996, 1997, da musste dann ein Kinosaal gemietet werden bei Telekom, da waren, 400 oder 500 Journalisten vor Ort, die im Prinzip, wovon 495 keine Ahnung vom Radsport hatten. Und genau das sind heute auch die Leute, die pausenlos auf die eine Sportart drauf haben. Das ist ein großer Punkt, weil eben es sind nur eine Handvoll Journalisten in Deutschland, die wirklich Ahnung vom Radsport haben. Also in die Radsportläufe vieles falsch, muss man sagen. Also es gibt ja, glaube ich, den Unterschied zwischen die Erwartung der Fans, die möchte unterhalten werden, die Erwartungen der Rennveranstalter, der Teams, der Sponsoren, die möchte alle Geld verdienen auch. Die muss auch Geld verdienen teilweise, da geht es ganz klar hart um Business. Und irgendwo dazwischen sind die Verbände, die Radsportverbände, die UCI, die Weltradsportverband, die Bund Deutscher Radfahrer und so weiter. Und das ist ja manchmal schon eine große Diskrepanz, alle diese Interessen zusammenzubringen. Ja? Das ist der Radsport ist eine Show, muss man sagen, das ist Unterhaltung. Ja? Also die Welt würde nicht untergehen, wenn wir hätten auch keine Tour de France, das wäre zwar sehr traurig, aber die Welt würde sich wahrscheinlich weiter drehen. Und ich glaube, das sind Problematiken, die so Ungleichheit liegt. Das ist der eine Punkt. Und der andere ist, dass in der Radsport jeder kommt in seine eigene Süppchen. Also jeder Veranstalter arbeitet für sich teilweise gegeneinander und so weiter. Und ich finde, dass diese Verbände, also sowieso unter die Zeit McQuaid, also die ehemalige Präsidentin Pat McQuaid und Hein Verbrügge, die, glaube ich, kein großes Interesse gehabt hatte, etwas zu verändern, also wirklich etwas zu verändern. Und auf die andere Seite muss man jetzt abwarten, was ist mit dem neuen Präsident, ob da ist eine Bereitschaft, auf Dinge einzugehen. Es gibt so viele Themen, über die man könnte sprechen. Jeder Männer Amateure, die Amateure stirbte, die jeder Männer boomte. Warum findet man nicht eine Lösung da, was zusammenzubringen? Es gibt, ich habe das mehrmals angesprochen, es ist im Moment wieder Thema bei eine junge Bloggerin, die das hatte schön angestoßen, aber das Problem ist, man kann darüber sprechen, mein Eindruck ist, die BDR sind da taub, da würde sich nichts verändern. Rudolf Scharping hat heute in einem Interview gesagt, der Radsport entwickelt sich doch gut, wir sind auf einem guten Weg. Ja? Und das ist im Grunde der Satz, den ich immer höre von Rudolf Scharping, wir sind auf einem guten Weg, habe aber gleichzeitig nicht den Eindruck, ich kann mich täuschen, dass da mal die Schlagzeile kommen könnte. Ich, Rudolf Scharping, habe den Radsport auf einen guten Weg gebracht. Auf jeden Fall bringt er schon mal
verschiedene Sachen ans Rollen. Und ich glaube, dass das verschiedenen Leuten ein bisschen weh tut. Das soll auch so sein. Zum Beispiel? Dass sie zumindest mal ans Überlegen kommen. Ja, es gibt viele Beispiele. Aber mit seiner Berichterstattung, das ist schon nicht verkehrt. Ja, der Greipel macht Reklame für die Tour Down Under und die ist das Comeback von Lance Armstrong auch. Also das ist die Brücke, die sie versuche zu bauen, ja? Ja, ganz genau, mit ganz viel Mörtel. Fee. Aber ganz so viele Mörtel, ja? Ja. Jetzt kann sie vollfahren. Wie ist das, wenn so ein Radsportreporter sich auch aufs Rad setzt? Ja, hast du ja gerade gehört. Er ist dann ruhiger, weil er sich konzentrieren muss und nach Luft schnappt. Er konzentriert sich zu atmen. Und die Trikotfarbe ist auch etwas gewöhnungsbedürftig in unserem Umfeld. Aber es ist auffallend. Deswegen mache ich das ja. Aber es hat seine Lieblingsfarbe, genau. So wie er uns gesagt hat. Ich fahre nicht so oft vorne wie hier, deswegen brauche ich etwas, was mir auffällt. Damit ich das Auto nicht überfährt. Genau. Damit die Publikum sieht, wenn ich ankomme. Aber wenn die Rennen ist schon vorbei. Ja, man muss sagen, er hat sich aber gut geschlagen. Von einem Nicht-Radfahrer zu einem C-Fahrer. Warst doch C-Fahrer, oder? C-Fahrer war ich. Ja, ist ja immerhin C-Wanzen etwas. Auch, ja. Die radelnden Studenten. War ja jetzt nicht so schlecht. Rund um Köln ist er auch schon gefahren. 200 Meter, oder? Du hast die Kette gerissen. Das war die erste Mal. Hab ich schon öfters gefahren? Drei oder vier Mal. Boah. Öfters wie ich, ja. Du bist ja ein Routinier. Und in Hamburg bin ich beinahe mal Top 100 geworden. Nur zwei Plätze dahinter. In welcher Gruppe denn? Bei dir jedermann rennen. Ja, in welcher Gruppe? Top 100. Ich weiß nicht, welche Gruppe das war, aber ich war unter die erste. Immer noch Löwe? Ja. Ich war unter die erste. Oder, André? Ich war 102. glaube ich. 103. Nee, gerade. Was denn? Na, geradeaus. Links. Also in die Stadt wollen wir nicht läuft. Jetzt kommt aber gleich ein Blitzer. Also läuft mir schön, ne? Aber da war ich schon mal. Da will ich jetzt nicht mehr. Rede ich doch bloß da lang gefahren, wo ich immer lang fahre. Ist ja falsch rum. Nee, eigentlich ja nicht, weil das Schwarz ist ja eigentlich hier noch mit drin, oder? Nee, das Schwarz ist. Nein, das ist das Schwarz gewesen. Das ist ja falsch. Das ist Schwarz, Rot, Gold. Ja. Also belgische Fahne ist es auf keinen Fall. Belgische Fahne ist auf keinen Fall, weil dann wäre es ja das Gold in der Mitte. Ja. Also das stimmt schon mal. Die Idee von Raffas ist halt, wenn wir gewinnen oder wenn ich gewinne, dann stimmt's ja. Hm? Aber als Deutscher kann ich die ganze Zeit so durch die Gegend gehen. Am rechten Arm, oder? Genau. Das ist wirklich schmissen, als ich das gesagt habe. Wir können ja mal einen Riegel rausfallen. Ja, wo ist denn der? Hier? Hier? Was hat denn Enrico hier drin? Enrico, was hast du hier mitgebracht? Also das ist voll die Konkurrenz. Oh, da steht der Omega, da steht ja Omega Pharma drauf. Das dürft ihr nicht aufmachen, das ist Konkurrenz. Also ich habe aber gehört, das soll gut sein. Hallo, nicht vor die Grenze, erst nach die Grenze. Nee, das ist nicht gut. Das ist auch nicht gut. Das macht den Cap dick. Das ist auch nicht gut. Nee, auch nicht gut. Hey, wir sind noch ein paar Idioten. Jetzt habe ich extra überall ein Loch reingemacht, was für mich ist. Jetzt ist überall ein Loch drin. Egal. Wir müssen welche drin. Also ich muss sagen, ich würde da gerne mal bei euch beide in eine Rennmäuse spielen. Aber ich mache mein Mikrofon als Windeschwester, eine Helmkamera und schaue, ob ihr auch so chaotisch zusammen seid in die Rennen wie in die richtige Leber. Wir sind das ordentlichste Zimmer. Mach doch mal auf hier. Hier sind, muss man mal so sagen. Hier sind Suppliers drin. Also, kann da irgendwas drin sein? Oder wir nehmen Vitamin C, ja? Auch gut. Dann kannst du einen Apfel essen. Zwei. Vitamin C?
Komm her, nimm mir Vitamin C. Ah, ich habe kein Glas, um dir aufzumachen. Nein, die sind zum Futtern. Die sind einfach so zum Essen. Ja? Aber warum isst man dann nicht wirklich irgendwie einen Apfel oder so? Ja. Ist das nicht viel besser? Das ist für den Kopf. Wie geht's davon überhaupt? Die einen essen halt ein paar Haribo am Abend. Wofür ist Vitamin C denn gut? Ja, war lecker. Wegen der Kälte, weißt du? Ist gut für die Haut. Für die Nägel. War das nicht so? Was? Vitamin C ist doch gut für die Nägel und für die Haut, oder? Ich habe keine Ahnung. So, mehr Kartons haben wir nicht, oder? Die haben schön geflickt, ey. Ja, keine Rede. Was war denn da drin jetzt? Shakes. Dekastik-Shake. Zwei Kisten. Wie viel soll ich denn trainieren? Ah, weißt du was? Vielleicht da hier noch was drunter. Unter dem Vitamin C. Nee, da ist nur noch was anderes drin. Aber hast du den da auch mal runtergeguckt unter dem Schnee? Ja, sonst weiter. Ja. Können wir da nochmal umdrehen? Wir haben was vergessen. Was denkt denn Rico Moax über die Radsportwelt? Allerdings. Nee. Oder generell. Oder wie die zwei, die dahinter sitzen. Ja. Die zwei, die dahinter sitzen. Ich hab's. Das ist natürlich immer, muss ich dazu sagen, was anderes, wenn man schaute zum Beispiel eine Tour de France und man hatte einen persönlichen Bezug zu jemandem, zu einem Fahrer. Dann achtete man da anders drauf. Dann freute man sich vielleicht auch viel mehr, als wenn jemand eine Etappe gewinnt, die man nicht kennt. Und natürlich verlierte man auch ein bisschen, muss man ganz ehrlich sagen, seine journalistische Distanz. Also ich kann euch gegenüber eigentlich gar nicht mehr kritisch berichten. Nicht so kritisch berichten. Sonst kritisieren wir dich auch. Dann fahren wir nicht mehr mit dir zurück. Willst du schon korrigieren? Also ich habe natürlich auch Angst, mich über euch lustig zu machen. Also bei John Degenkolb traue ich mich zum Beispiel eher. Bei dir, ihr bei John Degenkolb. Nee. Die Freundin von Marcel Kittel und Toni Martin. Ah, der Mann von Laura Lange. Der Mann von Laura, genau. Bei dir traue ich mich eher, weil ihr seid ja immer zu zweit. He? Also vor einer alleine habe ich keine Angst, aber wenn dann zwei so Typen kommen, dann mache ich mich dann weniger drüber lustig. Weil so mutig bin ich dann doch nicht.